Durch die Kontrolle durch, haben unser Handgepäck abgegeben. Nee, stopp, Handgepäck haben wir noch. Oh, scheiße. Handgepäck haben wir noch bei uns und jetzt sind wir auf der Suche nach irgendwas zu trinken. Wir können in 10 Minuten endlich einchecken. Ich meine, in den Flieger steigen. Ich bin so aufgeregt, weil ich halt noch nie in Amerika war. Und am Montag gehen wir direkt in dieses Citadel-Outfit in L.A., so heißt es, glaube ich. Was Outfit? Outlet meine ich. Ey, ich bin so, ich habe null geschlafen diese Nacht. 2 Stunden im Zug. Oh mein Gott. Ja, also wie gesagt, wir gehen in dieses Citadel-Outlet. Und da werden wir ein paar günstige Markensachen shoppen. Hoffe ich, dass die schön runtergesetzt sind. Und dann kann man das Fenster dunkel machen. Als ob es geht. Ich glaube erst, wenn wir in der Luft sind. Hä? Hä? Das, die Scheibe dunkel. Hä? Okay, das ist echt geil. Was? Ach du Scheiße. Das ist richtig geil. Hä? Geht's noch dunkler? Ich guck gerade so ein bisschen. Aus Los Angeles! Oh mein Gott, Leute, wir sind endlich angekommen. Ja, ihr habt ja gerade gesehen, wie unser Flug und alles war. Und ich konnte einfach gestern Abend auch nicht mehr filmen. Wir waren noch in den Out essen und so, weil ich konnte echt gar nicht mehr filmen, weil wir so im Arsch waren. Und jetzt sind wir gerade mit dem Hund draußen. So süß ist der wirklich. Muss ich nicht zumachen? Alles geht automatisch. Ja, und heute sieht unser Tag so aus. Wir haben einfach jetzt 8:30 und es ist schon warm, man kann mit kurzen Sachen schon rausgehen. Wir gehen heute ins Citadel-Outfit hier in L.A. Ich freue mich so krass, dass wir hier sind. Das glaubt ihr nicht. Und Karos Tante hat echt den süßesten Hund. Achtung! Hab ihn! Ja, hallo, sag mal hallo! Say hello. Ich kann kein Englisch. Was redest du denn, Arabisch? Guck, wie der läuft. Wie der läuft mit den Beinen. Warte mal, ich habe eine Pool da. So, da Karos Tante in einer Wohnsiedlung wohnt, suchen wir jetzt den Pool. Hier gibt es nämlich so einen Gemeinschaftspool. Da laufen wir jetzt gerade mit dem Hund hin. Elliot hat uns gerade den Pool gezeigt. Oh mein Gott, du bist es! Ja, hier ist der Pool. Richtig schön. Und es ist auch so warm, es ist bestimmt braun. Ihr wisst echt nicht, wie schön das hier ist. Und ja, jetzt wie gesagt, fahren wir mit einem Jeep ja, zum Citadel Outlet. Das ist circa 40 Minuten von hier weg. Also wir sind in Tustin. Ja. Okay.
Disneyland. Der Bus fährt nach Disneyland. Guck mal. Oh, das seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht, aber da steht 460 Disneyland. Oh, wie geil. Oh mein Gott, ich freue mich so, wenn wir ins Disneyland gehen und Universal Studios und alles. Alter, das wird so geil. Ja, das sieht so geil aus. Wir sind jetzt auch nach langer Zeit endlich angekommen, nachdem wir die Einfahrt verpasst haben, Caro. Und jetzt gehen wir gleich in den Disney Outlet. Das Disney Outlet. Oh, geil. Wow. Das ist unsere Prinzessinnenkleid. Mir ist kalt, jetzt weiß ich, was du meinst. Oh oh. Das ist echt schön. Schön wie Tannenbaum. Guck mal, Olaf! Wow. Also, wie viel kostet der Spaß? $19. Oh mein Gott. Caro hat mich vorgewarnt, dass es in den Geschäften immer voll überkühlt ist. Und ich so, na geht doch, ohne Jacke. Und jetzt friere ich. Wir sind schon im nächsten Laden, Reebok. Nee, ist das das? Ich hätte gerne das T-Shirt. Ich glaube, das ist das. Cool, ja. Mir ist so kalt, die Kamera zittert sogar. Oh, das ist schön. $10. So. In Reebok hier wollte ich mir auch Schuhe kaufen, und zwar die hier. Ich hoffe, ihr seht die jetzt. Die sehen so aus und ich hoffe, ich finde die hier. Hier gibt es so viele Schuhe. Ja, ich gehe mal da lang. Oh, ich will auf jeden Fall so ein Reebok-T-Shirt, ich finde es auch schön. So, wo geht's hier rum? Oh. Wir gehen schon wieder raus, wir haben leider keine schönen Schuhe gefunden. Wir kommen ja später nochmal rein. So, wir haben jetzt im American Eagle unsere erste Sache gekauft. Also wir haben jetzt schon eine Tüte, ich bin mal gespannt. Und falls ihr Interesse habt, also falls ihr wissen wollt, was ich mir so alles gekauft habe, davon wird auch noch ein Shopping Haul online kommen. Von dem Outlet hier und von generell. Genau, das wird dann auch noch irgendwann online kommen. Ich habe mir gerade einen Jumpsuit gekauft, so viel tun wir dazu. Und da stand $44 drauf und es ist ja komplett überall alles runtergesetzt. Und jetzt hat mich das einfach, Caro, jetzt hat mich das einfach nur $23 gekostet. Sehr cool. 23 Euro, ja. Ich drehe hier gerade völlig am Rad, weil alles so billig ist. Guck mal, der BH. Wie viel kostet der, Caro? Wie viel kostet der? Zum Beispiel hier dieser BH kostet, Sport-BH kostet $35 und da ist einfach 30% Rabatt drauf. Ey, ich bin gerade völlig hier am Ausflippen. Hier gibt es so schöne Sachen. Das ist auch so schön. Hä? Hier gibt es auch 30% noch, Caro. Hier. So, zweite Tüte. Es wurde ein Sport-BH und weitere Sachen. Voll geil, ey. Ich habe jetzt für drei Sachen $45 bezahlt. Und eigentlich hätte sogar der Sport-BH alleine nur $35 gekostet. Also wir haben hier 35 Grad und Caro geht in den Ackladen. Geil, 30% off. Next Stop. Tommy Hilfiger! Oh mein Gott, ich war noch nie in so einem Laden. Das ist schon alles in der Sache. Ich will so viel kaufen. So, Tommy Hilfiger ist jetzt auch erledigt. Dritte Tüte. Wir haben jetzt, ich habe jetzt zwei Sachen, Caro hat auch zwei Sachen gekauft. Ein Pullover, Hammer, also wie gesagt, schaut in meinem Haul vorbei. Und ein T-Shirt für Männer. Und ein T-Shirt für Männer und insgesamt $60. Wow. Wir haben uns jetzt hier was bei Chipotle gekauft. Da ist einfach alles drin. Da ist Reis drin, Fleisch. Guacamole, Linsen oder Bohnen, Eis, voll geil. So,
Also, wir gehen jetzt in Levi's oder wie kann man sagen, Levi's. Ich weiß echt nicht, wie es ausgesprochen wird. Jetzt sind wir kurz bei Claire's. Sehr spektakulär. Und wir waren gerade noch bei Calvin Klein. Ich wollte mir schon immer mal so einen Rucksack gekauft. Ich glaube, das mache ich jetzt auch irgendwann mal heute noch. Die kosten $80 hier. Ich liebe die. Ich finde die so schön. Levi's. Na, na, na. Ja, ich weiß, das habe ich heute gesehen. Wow, geil. Oha, die Farbe ist auch mega schön. So geil. Der Pullover ist echt cool. Der kostet $64. Boah. So, Levi's. Dann, wie die gekocht hat. Geil. Okay, ihr könnt es schon sehen. Wir sind auf dem Weg. Wir gehen aber nicht nach Hause, sondern in das nächste Outlet. Scheiße. Ja, wir gehen jetzt noch in das Orange Outlet. Caro, ja? Orange Outlet heißt es. Und ich habe jetzt bei Reebok noch ein T-Shirt gekauft. Outlets at Orange. Ja, wir gehen jetzt in unser Auto. Und dann geht's weiter, ja. Wir haben jetzt mittlerweile bestimmt schon 4 Uhr. Guckt euch das bitte alles an. Das ist alles hier. Oh, der ganze Wald brennt. Guck mal. Ach du Scheiße. Ist aber schon irgendwie gelöscht, so wie es aussieht. Guck mal, da ist eine Lavaglut. Wow. Guck mal. Was ist das? Kurzer Zwischenstand. Alter. Und es war einfach alles billig. Wir haben da vorne gerade einen Waldbrand entdeckt. Wir sind jetzt bei Krispy Kreme, das ist vor dem Orange Outlet. Und hier gibt es so coole Donuts, sagt die Caro. Wir werden jetzt mal probieren. Ja, ich mache euch mal ein Video kurz davon. Was war da? That meal? Yes. Freut sich jemand? Alter, die Glasur ist ja sowas von Hammer. Bester Donut der Erde. Geil! Was? Die muss ihren Snap vorbereiten. Was soll ich jetzt sagen? Aber wir sind jetzt angekommen und ach, der Donut war echt so lecker. Und jetzt gehen wir ins andere Outlet. Mal schauen, da gibt es auch Hollister übrigens. Und Caro hat letztes Mal auch ein Kleid für $15 gekauft. Richtig geil. Und jetzt gehen wir los. Caro, yalla, yalla, yalla. Yalla, yalla, inshallah. Inshallah. Jetzt gehen wir in Hollister. Hollister, Kalifornien. Yay! Hoffentlich finden wir was Schönes, aber bestimmt. Wir haben jetzt noch was Cooles in Hollister gekauft. Ich habe mir so einen coolen Pulli gekauft. So einen blau-türkisen. Hast du gehört? YouTube, good bro. Ah, geil, da vorne ist Victoria's Secret und pink. Da gehen wir jetzt auch rein. Hey. Wie sie schon sucht, wie sie schon genau weiß, was sie will. Ich gucke mal, was sie. Ich wollte mir gerade eigentlich hier so ein Bodyspray kaufen, aber hier kosten die $18 und das finde ich schon ein bisschen viel. Für die Farben. Oh Gott. So, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Auf jeden Fall, ganz kurz, wir stehen seit bestimmt 3 Stunden in diesem behinderten Stau hier. Wir haben uns gefühlt 1000 Mal verfahren und es brennt überall. Wir wurden fast vorhin, oh Gott, nee, vorhin ist ein Auto explodiert. Wir haben keinen Akku mehr, ich habe 1%, kein Internet, wir haben kein Navigationssystem und sind alleine in Los Angeles. Guckt euch diesen Brand an. Es brennt einfach überall. Ach du Scheiße, da auch. Überall. Oh mein Gott, was wow. Ist das? Guckt euch das bitte alles an. Das ist alles hier. Der ganze Wald brennt. Guck mal, ach du Scheiße. Das ist aber schon irgendwie gelöscht, so wie es aussieht. Guck mal, da ist eine Lavaglut. Wow. Guck mal. Was ist das? Alter, die Straße brennt. Guten Morgen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Supermarkt hier. Wir fahren
fahren wir? 6 Minuten, das ist Hammer. Zu Fuß 42 Minuten, aber wir sind sofort zum Laufen. Deswegen fahren wir jetzt. Das ist übrigens ein Pullover, den ich mir gestern gekauft habe. Nachdem, was gestern passiert ist, wir haben uns wieder ein bisschen erholt. Also wie ihr es mitbekommen habt, es hat alles gebrannt. Links. Es hat alles gebrannt gestern. Die komplette, also was heißt die komplette Autobahn, aber diese Holzpfosten da an der Seite, die hatten einfach komplett gebrannt und der ganze Wald hat gebrannt und die Autos sind explodiert. Also heute machen wir einen Pool-Day übrigens. Wir sind heute den ganzen Tag am Pool und wollen braun werden. Dann gehen wir heute Mittag noch Frozen-Joghurt essen. Yes. Gehen wir Fro-Yo, so wie Caro das sagt, essen. Frozen-Joghurt. Frozen-Joghurt. Okay, das Ganze hat jetzt 5 Dollar circa gekostet, 4 irgendwas. Puh, krass, wie sieht das aus, ey. So, jetzt hocke ich mich hier hin und schneide diesen Vlog und ich freue mich so. Ja, und dann würde ich sagen, ich beende diesen Vlog hiermit. Das war jetzt Vlog Nummer 1 von Amerika, Los Angeles. Und es werden wirklich sehr viele Vlogs kommen, weil das waren jetzt so die ersten 2 Tage. Und wir bleiben, wie gesagt, 3 Wochen hier. Ja, dann würde ich sagen, danke, dass ihr hier zugeschaut habt. Wir machen es schnell. Wir sehen uns. Ciao und bis bald. Ciao. With my pretty little Galway.